Yo, Sportsfreunde, heute zeige ich euch, wie ihr mit Ableton Live eure Lieblingstracks zu einem Mix zusammenbauen könnt. Also sprich, eine Art DJ-Mix. Ihr braucht allerdings keinen Mixer, keine Turnies, keinen Plattenspieler. Sind ja Turnies, CD-Player wollte ich sagen. Ich zeige euch am Rechner, wie das funktioniert, wie man mit Ableton Live einen schönen Mix bauen kann. Also, kommt mal ran hier. Und los geht's. Wir öffnen uns ein neues, leeres Projekt. Ich habe natürlich jetzt hier, wie ihr das schon kennt, wieder meine Mikrofonspur und hier alles in eine Gruppe gepackt, damit ihr dann, wenn ich quatsche, mich hört, weil dann die Musik leiser wird. Das nur, damit das keinen verwirrt, warum hier schon so viele Sachen sind. Ihr konzentriert euch auf das hier und zwar legt ihr euch Audiospuren an und zwar so viele, wie ihr braucht, wie ihr an Tracks zusammen mixen wollt. Als Beispiel, ihr wollt 10 Tracks in euren Mix packen, dann erzeugt ihr euch 10 Audiospuren und da machen wir direkt mal Folgendes. Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass bei Ableton der Headroom ein bisschen zu wünschen überlässt teilweise, beziehungsweise man auf der sicheren Seite ist, wenn man sich von vornherein die Spuren ein bisschen leiser zieht, damit man einfach ein bisschen mehr Reserven hat. Völlig klar, wenn wir jetzt Tracks zusammenmixen und da kommen nachher in einem Übergang 2 Tracks zusammen, die beide auch gemastert sind, wird es natürlich auf jeden Fall lauter werden. Von daher würde ich mir hier auf jeden Fall von Anfang an Reserven einbauen. Ich mache jetzt mal in diesem Fall hier minus 5 dB. Oder wir können es auch ein bisschen großzügiger machen. Machen wir mal minus 8. So, und wenn ich jetzt die nächste Audiospur erzeuge, wäre das natürlich top, wenn die auch schon so eingestellt wäre und ich das nicht jedes Mal wieder machen muss. Und dafür gibt es auch eine super Funktion. Wenn ihr mit der rechten Maustaste hier auf die Spur klickt, habt ihr die Möglichkeit, als Standard-Audiospur zu sichern. Das bedeutet, die Einstellungen dieser Spur werden jetzt Standard für jede neue Spur. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich. So, ich hatte schon mal eine, deswegen hat er gestänkert. Und ihr seht jetzt, wenn ich eine neue Audiospur hier erzeuge, dann ist die direkt automatisch mit minus 8 dB voreingestellt. Ihr braucht das also nicht immer wieder machen. So, ich benenne mir die jetzt mal um. Das machen wir mit Command und R wie Rename und mache da mal Track 2 raus. Ich mixe jetzt in diesem Tutorial hier auch nur mal zwei Tracks ineinander. Das soll ja nur ein Beispiel sein. Der Rest funktioniert dann ja genauso, wenn ihr dann weitere Tracks ineinander mixt. Also hier einfach mal ein Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Ich werde jetzt also mal Tracks in mein Arrangement reinholen. Dafür nehme ich hier aus rechtlichen Gründen natürlich label-eigene Sachen von Heulsuse. Dann kann uns die GEMA hier nicht abfacken und irgendwas sperren. So, wir nehmen mal hier von unseren Kollegas Whatever einen Track. Ihr habt jetzt gesehen, der ist schon sofort analysiert worden, beziehungsweise war wahrscheinlich schon mal in irgendeinem Arrangement hier drin. Ihr braucht nämlich sonst einen kleinen Moment, Ableton analysiert einmal den ganzen Track durch, checkt das Tempo und warpt diesen Track. Das bedeutet, Ableton sieht zu, dass dieser Track wirklich durchgehend auf eurem Projekttempo synchron läuft. Das funktioniert eigentlich auch immer sehr gut, allerdings kommt es halt auch häufig vor, dass er mal hinten ein bisschen rausläuft. Gerade auch wenn ihr Material habt, was ihr zum Beispiel selber von Platte aufgenommen habt oder ähnliches, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass ihr jetzt direkt am Anfang checkt, ob dieser Track wirklich synchron läuft. Und das machen wir, indem wir den Click-Track anschalten und dann diesen Track mal abspielen. Und klar, am Anfang passt das immer super. Also es ist halt super selten, dass es am Anfang mal nicht passt. Und deswegen mache ich dann mal Folgendes. Ich gehe nochmal ans Ende des Tracks und schau, ob es da hinten auch immer noch so gut passt. In diesem Fall ist es sogar so. Allerdings könnt ihr mal, wenn ihr richtig weit reinzoomt, sehen, dass hier die Drums, jetzt zum Beispiel, man sieht das immer super an der Kick oder der Clap halt, nicht genau auf dem Raster liegen. Und gerade wenn ihr ganz weit hinten im Track seid, so mache ich es immer, erzeuge ich mir nochmal einen Warp-Marker. Wir sind ja jetzt hier kurz vor Ende des Tracks, wie ihr seht. Da ist jetzt Schluss. Ich gehe also dann ziemlich weit am Track hinten nochmal rein, zoome mich nah dran und wenn ich dann sehe, das ist hier nicht ganz tight drauf, erzeuge ich mit einem Doppelklick einen Warp-Marker und ziehe den aufs Raster. So, dann ist völlig klar, das Ding läuft bombentight und super sauber synchron. Und es wird mit dem Übergang in den nächsten Track auch keinen Stress geben. Die werden super zusammenpassen. So, das müsstet ihr natürlich dann für jeden Track, den ihr reinholt, einmal gerade checken, ob die Dinger wirklich synchron sind. Wir holen mal noch einen rein. Ich nehme mal von uns hier die Samara. Die schmeiße ich mir jetzt auch mal hier hin. Und schau mal, ob die synchron läuft. Am Anfang ist es wie erwartet wieder ein Träumchen. Und jetzt schauen wir nochmal ganz hinten. So. Da gehen wir jetzt nochmal bei. Und zwar, wenn ich mich hier hinten nochmal
in die Spur reinklicke und mich hier reinzoome, dann seht ihr, oder seht ihr nicht, doch, man sieht es super, auch hier hängt ein ganz bisschen daneben. Sieht jetzt extrem aus, bin natürlich auch weit reingezoomt. Ich nehme hier wieder einen Warp-Marker mit einem Doppelklick und schiebe mir den aufs Raster. Und dann ist das vom Allerfeinsten. Das passt hundertprozentig. So, das macht ihr also wie gesagt einmal mit allen Audio-Tracks, die ihr verwenden wollt. Ihr checkt definitiv einmal durch, ob die Dinger synchron laufen. So, nun geht's an den Übergang. Wir machen das natürlich hier nur mal beispielhaft. Ich habe jetzt hier oben als erstes den Track von Whatever, der läuft. Und entscheide mich dann natürlich für irgendeine Stelle, wo der Übergang stattfinden soll. Ich gucke mal, hier ist so eine Art Break, wie ich sehe. Wir können ja mal sagen, dass wir danach in den nächsten Track rein wollen. Dann wäre hier die 1. Zack, so. Und damit ich diese Stelle immer wieder finde, hier ist es jetzt relativ easy, wenn man es optisch gut sieht. Ihr könnt aber Folgendes machen. Ich bin jetzt auf die Stelle draufgesprungen. Und was ich hier machen kann, ist, ich erzeuge mir an dieser Stelle einen Lokator. Das bedeutet, ich habe jetzt hier einen Marker sitzen und den finde ich natürlich immer super wieder. Wenn ich jetzt hier, sag ich mal, 9 Tracks habe und weiß noch gar nicht, welcher soll als nächstes kommen und ziehe immer wieder rüber, so weiß ich genau, hier ist der Punkt, an dem mein Übergang stattfinden soll und da ziehe ich ihn hin, dann habe ich die Sucherei nicht mehr. So, ich mache es jetzt einfach mal so, ich ziehe den Track plump von Anfang an dran. Manchmal zieht man ja auch erst irgendwie nach einer halben Minute bzw. Minute oder wann auch immer rein. Wir machen es jetzt als Beispiel, dass der Track hier direkt startet ab der 1. Ich habe ihn hier mit draufgeschoben und wir machen das jetzt einfach mal gerade so, ohne irgendwelche Lautstärke, Automation oder Equalizer-Geschichten. Einfach nur, dass ihr jetzt überhört, wie er dazu kommt und dazu passt. So, ihr merkt schon, das läuft auf jeden Fall super tight. Beides sauber auf dem Raster. Merkt kaum, dass ein neuer Track dazugekommen ist. So, was wir jetzt machen, wir fangen mal an mit der Lautstärke-Automation. Und zwar würde ich sagen, hier kommt die Bassdrum von der zweiten Nummer dazu. Das sieht man hier schon. Hört ihr jetzt auch, hier ist er noch dünn. Jetzt kommt die Kick dazu. So, und ab dem Zeitpunkt möchte ich, dass der neue Track, also der zweite Track, dominiert und dieser schon mal ein bisschen weiter nach hinten rutscht. Das bedeutet, ich mache jetzt mal Folgendes. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt hier Lautstärke-Automation entweder einzeichnen bzw. hier editieren. Das zeige ich euch als zweiten Schritt. Ich zeige euch erstmal, wie man sie selber per Hand aufnimmt. Und zwar gehe ich jetzt ein bisschen vor den Zeitpunkt, an dem das Ganze starten soll, damit ich ein bisschen Vorlauf habe, hier gleich mit der Maus rüberzukommen. So, und dann ziehe ich mir diesen Track hier langsam rein von 0 auf minus 8 dB, dass ich so langsam hochkomme. Und den werde ich gleich langsam zurückziehen. Das mache ich jetzt mal in einem Durchgang als Beispiel. Ihr könnt das auch in zwei separaten Durchgängen recorden, dann ist es vielleicht sauberer und ihr habt nicht so eine Hektik. Ich mache es jetzt als Beispiel mal zusammen. Ziehen hier erstmal ganz runter. Und jetzt lasse ich den langsam kommen. So, ich ziehe langsam weiter rein, komme so weiter auf die 8, auf die minus 8 Dezibel. Das müsst ihr natürlich dann logischerweise nach Gehör machen, nicht nach Zahlen. Und ich habe gesagt, jetzt kommt die 1, da soll das obere ein bisschen weg sein. Und so mache ich das jetzt. Nach Gefühl, nach Gehör, wie auch am Mixer, wenn ich mixe, wenn ich Übergänge mache, weiß ich ja, wie ich mir das vorstelle, regle ich den oberen Track langsam weg. So, wir haben es gleich geschafft. So, das wäre jetzt ein Beispiel von einer Volume-Automation, die wir selber schreiben. Das könnt ihr jetzt hier halt auch super sehen, wie das Ganze hier gelaufen ist. Ihr habt hier die einzelnen Automationspunkte mal da, wo ich was bewegt habe.
Das ist natürlich jetzt logischerweise human, so wie ich es mit der Hand gemacht habe. Ihr könnt das selber auch einzeichnen, das zeige ich euch gleich. Wir machen aber jetzt gerade noch Folgendes. Und zwar, wie auch am Pult, am Mixer, würden wir ja auch ein bisschen mit dem EQ arbeiten. Nicht einfach nur Lautstärken ziehen, sondern wir würden wahrscheinlich hier oben im Bassbereich ein bisschen ausdünnen, die Höhen langsam wegnehmen, wie auch immer. Ich mache das mit dem EQ 8. Und den, Entschuldigung, schiebe ich mir hier mal rein. So, und ich habe den auch wieder als vorkonfiguriert eingestellt, dass ich hier einen High-Pass habe. Hier habe ich einen Low-Pass. Ich kann also unten langsam ausdünnen. Ich kann oben zuziehen und habe den mal so auch als Standardeinstellung gespeichert. Das geht nämlich genauso, wie ich euch das eben in der Spur gezeigt habe. Man kann mit der rechten Maustaste auch ein Standard-Preset sichern. Das bedeutet, jedes Mal, wenn in EQ 8 nehmt, EQ 8 nehmt, dann ist diese Voreinstellung, diese beiden Filter, die ich hier genommen habe, das sind die halt auch mit der stärksten Flankensteilheit. Dann kann man halt richtig schön wegcutten. So, ich habe mir den jetzt mal in die Spur gezogen und ich ziehe mir den auch nochmal in die nächste Trackspur. Da könnt ihr natürlich auch direkt das in eurer Standardspur, wenn ihr so ein Mixer-Setup macht, also so ein Mix-Setup macht, direkt auch den EQ noch mit reinschmeißen in eure Spuren als Standard sichern. Dann habt ihr auch in jeder neuen Audiospur schon direkt den EQ und braucht ihn auch nicht 10-mal reinziehen als Beispiel. So, wir fangen mal an. Ich werde hier mal anfangen, dass ich untenrum erstmal ausgedünnt lasse. Bei dem Track ist es ja eh so, die Kickdrum kommt eh erst hier richtig durch, aber ich kann ja auch vom unteren Mittenbereich noch ein bisschen was wegnehmen. Das machen wir einfach mal und ich werde dann hier oben, sobald die Kickdrum einsetzt, sorry, jetzt habe ich hier was auf groß geschaltet, das war nicht der Sinn der Sache. In dieser Spur werde ich dann gleich, sobald hier im zweiten Track die Kickdrum einsetzt, werde ich hier oben anfangen, den Track untenrum in Frequenzen ein bisschen zu beschneiden. Das mache ich jetzt auch mal in einem Durchgang, damit das nicht alles so lange dauert und dass ihr mal seht, wie das gehen kann. Los geht's! So, das wäre mal ein Beispiel, wie man das machen kann. So, wie ich schon gesagt habe, können natürlich auch alle Automationen eingezeichnet werden. Das bedeutet, ihr braucht die nicht in live aufnehmen, wie ich das jetzt gerade eben gemacht habe, sondern ihr könnt auch einfach diese Automation selber einzeichnen. Ich muss dafür meine Automation mal gerade löschen. Wir machen das mal an mit dem Beispiel der Lautstärke-Automation. Ich lösche mal gerade meine Automationskurve. Das mache ich hier auch mal. Und dann zeige ich euch einmal, wie man das auch einzeichnen kann, also dass man kein Recording dafür, so haben wir das dann, zack, so. Ihr wählt dafür in dem Track den Mixer und Track Volume, das sind die Parameter und dann seht ihr ja hier gepunktet die Kurve der Volume. Hier müssen wir natürlich auch mal wieder auf minus 8 zurück, sorry. So, das sind unsere Ausgangswerte und ich möchte ja jetzt, dass dieser Track hier langsam reinfadet, das bedeutet hier, wo die Kickdrum einsetzt, wollte ich, mach mal ein bisschen größer die Spuren, dann kann man das alles schöner sehen. Mal direkt machen können. Ne? So, hier wird die Kickdrum kommen, sprich da muss auf jeden Fall die minus 8 dB dann am Start sein, die ich haben will und hier möchte ich das einfaden lassen. Dann klicke ich einfach, ihr seht schon, wenn ich drauf gehe auf die Automationskurve, dann entsteht hier so ein kleiner blauer Punkt. Wenn ich jetzt klicke, dann setzt er sich und ich kann den nehmen und so bewegen, wie ich möchte.
Jetzt haben wir eine lineare Gerade, die ist ja nicht immer gewünscht. Man hätte ja auch gerne mal einen Verlauf, dass es hier langsamer reinkommt und nach hinten hin dann ein bisschen schneller ansteigt. Könnt ihr machen, indem ihr euch dieser Kurve nähert, dann seht ihr, die wird blau. Und wenn ihr jetzt Alt drückt, erscheint neben eurem Mauscursor so ein kleiner Bogen. Und wenn ihr jetzt links klickt und die Kurve bewegt, dann seht ihr schon, dass sie sich parabelförmig bewegen lässt. Ihr könnt dann also eine Charakteristik so einstellen, wie ihr euch diesen Übergang gerne, wie ihr den gerne hättet. So. Die lassen wir jetzt hier langsam reinkommen und hier können wir mal als Beispiel, ich mache das jetzt nur mal beispielhaft, das macht ihr dann natürlich logischerweise mit eurem Gehör und dem passenden Sachverstand. So, hier ziehen wir mal langsam runter ab hier, können auch noch einen Punkt einsetzen und sagen, ab hier soll dann ganz schnell weggehen, können hier auch mal parabelförmig das Ganze noch ein bisschen verändern und so, das ist jetzt einfach nur beispielhaft. Und wenn ihr jetzt seht, wenn ich mal ein bisschen reingehe, steigt hier jetzt langsam der zweite Track an. Von der Lautstärke und wird dann jetzt gleich den ersten Track ablösen, langsam aber sicher. Also wie ihr seht, es geht genau so, auch ohne dass man aufnehmen und selber anfangen muss, die Parameter zu verstellen. Ihr könnt euch das auch hier einzeichnen. Jawohl, das sind die beiden Möglichkeiten der Automation, wie ihr die schreiben könnt. Und es gibt noch als kleinen Tipp für euch, beziehungsweise für die Pioneer-Fans unter uns, wenn ihr nicht mit dem EQ8 arbeiten wollt, beziehungsweise es noch einfacher haben wollt, es gibt von Xfair ein Plugin, das heißt DJM-Filter. Und das ist im Grunde der High-Pass-Low-Pass-Filter aus dem 800er Pult damals gewesen. Das ist schon ein bisschen älter, das Plugin. Eigentlich total idiotensicher. Nach rechts habt ihr einen Highpass, nach links habt ihr einen Lowpass. Ihr kennt den Spaß. Es lässt sich genauso automatisieren. Ihr könnt also dann auch diese Bewegung aufnehmen. Und ja, das ist dann noch ein bisschen einfacher, als ob ihr das mit dem EQ8 macht. So, es hat mal wieder an der Tür geklingelt zur Abwechslung. Deswegen heute auch 32 Schnitte in einem 10-Minuten-Video. Ich finde es total super. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ja, wir waren soweit ja eh durch. Ich habe euch, glaube ich, hier alles gezeigt, was wichtig ist zum Mixe bauen. Und eine Sache fällt mir allerdings letztendlich noch ein. Wenn ihr alles fertig habt und den Mix dann exportiert, dann schaut doch bitte, dass ihr die Normalisieren-Funktion hier auf aktiv geschaltet habt. Denn wir haben ja die Spuren letztendlich alle abgesenkt von der Lautstärke und es könnte also gut möglich sein, dass wir im Grunde im ganzen Mix nicht einmal die 0 dB geknackt haben, beziehungsweise erreicht haben. Und bevor ihr hier auf dem Master irgendwelche Kompressoren oder Limiter knallt über eh schon gemasterte Tracks, würde ich natürlich bevorzugen, dass ihr einfach das Ganze normalisiert und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass ihr irgendwo die 0 dB erreicht und dass ihr nicht alles zermanscht habt. Ja, Wunderbärchen. So könnt ihr loslegen. Jetzt könnt ihr lecker Helene Fischer Hitmixe für eure Mama zaubern oder euch schöne Mixe für eure Autofahrten oder was auch immer bauen. Ich verabschiede mich für dieses Tutorial und werde wahrscheinlich jetzt gleich direkt schon noch ein neues recorden, weil ich hier so lange Funkstille hatte. Das war nicht in meinem Sinne, aber leider Gottes irgendwie viel anderen Punk gehabt und bleibt auf jeden Fall am Start. Es wird in Kürze weitergehen. Bis dahin wünsche ich frohes Schaffen, gutes Gelingen und sage ciao, ciao, bis demnächst.